So, die 1:1 gegen Austria Klagenfurt, wie ist denn die Stimmung bei euch jetzt nach Schlusspfiff? Ja, du hast zum Interview müssen wir da aber noch keinen wirklich gesehen. Ja, bei mir ist es eigentlich ja, so lala, es war einfach, wir sind an uns selber gescheitert. Wir haben erst Halbzeit, glaube ich, nicht das gespielt, was wir spielen wollten, haben eher in die Karten gespielt, wir haben gewusst, wir müssen das Spiel schnell machen, schnell halten und Läufe in Tiefe haben wir nicht gehabt. Wir haben nur ein paar hin und her geschoben und keine Idee gehabt und dass sie nicht mitspielen wollen, das hat man dann, glaube ich, erst Halbzeit schon gesehen. Zweite Halbzeit war kein anderes Bild, aber wir haben es dann zumindest geschafft, ein paar Mal ins 1 gegen 1 auf der Seite zu kommen, wo wir dann vielleicht ein paar Torschüsse und ein paar Abschlüsse gehabt haben. Haben dann, glaube ich, Gott sei Dank noch, also haben dann Gott sei Dank noch einen Ausgleich gemacht, aber ich glaube, generell war es kein schönes Spiel zum Anschauen. Habt ihr die zweite Halbzeit ein bisschen besser geklappt? Habt ihr etwas verändert in der Halbzeit, in der Pause? Ja, wir haben einfach, dass wir halt nicht in diese Räume stehen sollen, wo man einen Ball kriegen muss, sondern eine sprinten oder eine laufen. Aber es war einfach erst ein bisschen auch zu langsam den Ball hin und her geschoben und ja, Gott sei Dank ist dann zweite Halbzeit ein bisschen besser gegangen. Luki Müller hat zu uns gesagt, er hat gemerkt, dass die Klagenfurt auch müde wären. Wäre da noch was gegangen? Hättet ihr gerne noch ein paar Minuten weitergespielt? Ja, ich glaube, natürlich hat man gesehen, dass wir am Schluss dann über Wasser gekriegt haben, aber wir haben einfach trotzdem auch gegen den Ball dann nicht die richtige Staffelung gehabt. Das hat man dann gesehen, wenn die den Ball abwehren, ist dann trotzdem immer gefährlich, wenn wir dann nicht die richtige Absicherung gefunden haben gegen den Ball. Generell, wir lassen uns auf eine Seite locken und spielen dann halt dort fertig, sodass wir wieder auf die andere Seite spielen. Also wir haben heute ein paar Sachen wieder drin gehabt, die nicht funktionieren und die nicht, auch in Zukunft nicht funktionieren, weil von daher müssen wir das wieder abstellen, dann wird es nächste Woche wieder besser laufen. Nächste Woche Sturm Graz, für dich richtungsweisendes Spiel, vielleicht auch in der Meistergruppe? Jedes Spiel ist richtungsweisend. Also jetzt hätten wir uns absetzen können vom sechsten Platz. Ich glaube einfach, wir müssen wirklich kontinuierlich die Punkte sammeln, egal gegen wen es geht. Und von daher, ja, nächste Woche neue Chance. Ganz zum Abschluss, für dich war es eine turbulente Woche, oder? Ja, schon, natürlich. Also ich sag, durch dass ich eigentlich schon darauf vorbereitet bin, war es trotzdem eigentlich sehr emotional dann, wie das Ganze öffentlich geworden ist und die ganzen das Feedback und die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, waren schon sehr berührend und macht mir auch stolz. Ich glaube, dann sieht man, dass man, glaube ich, bei den Leuten relativ gut angekommen ist. Trotzdem geht es jetzt noch ein paar Wochen was und dann gegen noch ein Sturmmatch, glaube ich, werde ich mich dann nicht mehr zurückhalten können. Wie viele Nachrichten waren am Handy? Ja, tagelang zum Lesen. Also ich sage, es tut mir auch für jeden leid, wo ich noch nicht zurückgeschrieben habe, aber irgendwann hat der Fokus einfach auch wieder aufs Spiel gehen müssen und es wird irgendwann gibt es die Zeit, wo ich dann wirklich alles aufarbeiten und jeden zurückschreiben werde.